Hallo und herzlich willkommen auf Handy MC. Ich sehe mir heute für euch das neue Nokia 8 etwas genauer an. Ein Premium-Flaggschiff der Marke, das wir für rund 540 Euro derzeit auf dem deutschen Markt bekommen. Auf der Rückseite sehen wir direkt einmal den Qualcomm Snapdragon 835 Prozessor. Wir haben ein 5,3 großes 2K-Display, 4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB internen Speicher, 360 Grad Audio-Einstellungen, die anwählbar sind und zum Beispiel die duale Zeiss-Optik mit zwei 13-Megapixel-Kameras und das reine Android in der Version 7.1.2 Nougat. Wenn wir in die Box etwas genauer schauen, dann sehen wir als erstes links einmal ein kleines Kästchen, da schauen wir gleich rein. Rechts sehen wir natürlich das Smartphone und ein kleines Zubehörtool für den SIM-Kartenschacht. Darüber hinaus sehen wir ganz, ganz viele Bedienungsanleitungen in verschiedensten Sprachen, darunter zum Beispiel die ersten Schritte, das heißt der Quick Start Guide mit den wichtigsten Informationen, aber natürlich auch einen kleinen Hinweis mit Produkt- und Sicherheitshinweisen. Auch das wieder in verschiedensten Sprachen und natürlich in ihr Kopfhörer. Die runden das Paket ein wenig ab. Obligatorisch mit dabei ist dann am Ende natürlich aber auch das Datenübertragungskabel zum, wie gesagt, Datenübertragen oder aber zum Akkuaufladen des Gerätes von USB 3.0 auf USB-C. Das heißt, hier sind wir schon bei dem aktuellen Standard und der obligatorische Netzadapter zum Aufladen des Akkus, der ist natürlich auch mit dabei. Wenn wir uns das Smartphone an sich ansehen, dann sehen wir hier wie gesagt ein 5,3 großes Display. Das Gehäuse ist erstmal aus einem reinen Aluminiumkorpus gefräst und wir sehen hier wirklich eine sehr, sehr glatte, stabile Oberfläche, die man auf Hochglanz poliert hat. Da wäre ich also relativ vorsichtig mit Kratzern, wird relativ früh wahrscheinlich zu einer Hülle greifen. Das sieht aber enorm hochwertig aus, ist an den Kanten stark abgerundet. Selbst die Buttons, die man hier sieht, sind in Richtung Rückseite leicht angeschrägt und das fasst sich erstmal von der Haptik gut an und liegt auch gut in der Hand. Oben sehen wir den Volume Rocker, den Power Button. Unten sehen wir den Lautsprecher, den USB-C Port und daneben dann noch einmal ein kleines Mikrofon. Auf der linken Kante sehen wir dann den SIM-Kartenschacht und die Speichererweiterung und wie wir hier sehen, haben wir hier die Möglichkeit, entweder das Gerät als Dual-SIM-Gerät zu nutzen oder eben den Speicher zu erweitern oder beides wegzulassen und einfach nur eine Nano-SIM-Karte für die Nutzung des Gerätes einzusetzen. Das lässt man dann einrasten und kann das Ganze schon benutzen. Oben sehen wir dann noch einmal die 3,5 mm Klinke für Kopfhörer, Lautsprecher etc. Wenn wir uns das Smartphone auf der Rückseite ansehen, sehen wir hier nochmal eingraviert das Nokia-Logo. Das spiegelt ein wenig. Dann sehen wir das Kameramodul. Das ist wie gesagt eine Dualkamera. Dort sehen wir zwei 13-Megapixel starke Kameras. Die obere ist für Farbe gedacht, die untere im Monochrom-Modus, das heißt mehr oder weniger schwarz-weiß. Wir schaffen mit beiden einen 4K-Modus. Darunter sehen wir die duale Farb-LED und nochmal einen Laser-Autofokus. Auf der Vorderseite sehen wir die Touch-Keys mit dem Fingerprint-Sensor, der hier nochmal ein bisschen abgehoben ist. Oben sehen wir wieder das Nokia-Logo. Wir finden den Lautsprecher-Zwilling für die Telefonie und nochmal die Frontkamera, die ist auch 13 Megapixel stark, dort schaffen wir es auch in dem 4K-Modus. Wenn wir das Ganze einschalten, dann sehen wir uns das Display natürlich etwas genauer an. Wir haben hier eine Auflösung im Bereich von 2560 x 1440 Pixeln. Vorne drauf haben wir Gorilla Glass in der Stärke 5. Das ist hier wieder 2,5D-Glas zu den Kanten, relativ blickwinkelstabil, farbenfroh, relativ leuchtende Farben, die uns präsentiert werden, aber keine Farbverfälschung in einem zu übersättigten Bereich. Das gefällt mir auch erstmal spontan und die Helligkeit ist einfach gut genug. Wie wir hier sehen, Android 7 ist drauf, das hat man möglichst reingelassen, da sind nicht irgendwelche Bloatware-Apps, Drittanbieter-Apps noch mit drauf, sondern das ist ja bei den Basics eigentlich stehen geblieben und das finde ich auch sehr positiv. Und ja, hier sieht man einfach nochmal die einzelnen Blickwinkel, das kann sich wirklich sehen lassen. Was man auch sieht, ist der Standby-Modus, dort haben wir nämlich einmal eine kleine On-Screen-Anzeige, die nochmal da ist. Hier sehen wir nochmal die Android-Versionsnummer, sehen nochmal, dass wir 20 GB beziehungsweise 40 GB frei haben, 20 GB von Anfang an vom System verbraucht werden und bei dem Arbeitsspeicher eben von 4 GB ungefähr 3,6 GB nutzen können. Jetzt haben wir uns das Gerät von außen angesehen. Drinnen, und das sind die letzten beiden Fakten, die eigentlich noch fehlen, sind einmal, wie gesagt, 4 GB Arbeitsspeicher. Dort sind drin 64 GB interner Speicher. Wir haben den Qualcomm Snapdragon 835 Prozessor, der sich um die Performance kümmert. Über Android 7.1.2 haben wir gerade gesprochen. Wir finden am Ende noch den Akku, der ist 3000 mAh groß.
Das soll es dann auch schon gewesen sein mit unserem kurzen kleinen Unboxing und dem Nokia 8. Auf den ersten Blick macht das für mich wirklich einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck und die technischen Details wirken auch erstmal einigermaßen überzeugend für den Preis. Wir schauen natürlich in den fortlaufenden Videos dieser Playlist, wie dieses Gerät in der Alltagsnutzung sich schlägt, um dann am Ende vielleicht zu einer klaren oder vielleicht nicht so deutlichen Empfehlung für das Smartphone zu kommen. Das soll es gewesen sein. Falls ihr Fragen haben solltet, stellt die natürlich wie immer gerne in den Kommentarspalten unterhalb des Videos. Und ansonsten bedanke ich mich für euer Einschalten und sage bis zum nächsten Mal.